Im Carcenter Köln-Worringen offenbart Wagenpfleger Micha ungeahnte Fähigkeiten und setzt damit nicht nur die Gebrauchtwagenpreise schachmatt. E5 auf G3. Schache! Kriegst du doch ganz sauber, oder was? Du Fuscher! Hallo! Morgen, Leon. Ey, er schreibt mich jetzt so, Mann. Was machst du denn da? Schachspielen, siehst du doch. Du, Schachspielen. Krass. Den hab ich von der Tante Eulalia geschenkt bekommen. Der hab ich ihm so erzählt, dass ich im Schachclub bin, Mann. Dann erzähl dir nächstes Mal, dass du bei der Bank bist. Dann kriegst du Geld geschenkt. Ach, zwei. Brot kann schimmeln, aber du kannst gar nichts. Ah. Willst du mich verarschen oder was? Ja, warum hast du das umprogrammiert? Der Spruch passt aber zu dir, das war ich gar nicht. Ja, klar warst du das. Hey, ich bin gestern vor dir gegangen. Der Micha hat das letzte zugemacht hier. Micha! Komm mal her! Mann, ey. Was denn? Was denn? Du mit deinem blöden Was denn? Was hummelst du an meinem Schachcomputer rum? Ich war das nicht. Wer denn sonst, Mann? Was soll's denn sonst gewesen sein? Ich hab gestern Abend noch eine Runde gespielt, okay? Ich hab eine Runde gespielt. Damals doch schon, Mann. Was gehst denn da überhaupt dran? Kannst halt nicht, oder was? Wie, ey? Du hast das umprogrammiert, ey. Lass mich mal gucken. Bist du bescheuert, oder was willst du denn da machen? Pass mal auf jetzt. Du Otto. Das ist sogar ganz einfach. Shiguri-System ist das. Hey, du hast Shiguri im Kopf und guck doch einfach jetzt. Nimmst einen Läufer, setzt ihn auf E4. Dann muss er nachziehen. A6. So, zack. So, jetzt hast du einen Weg frei. Nimmst die Dame, gehst auf den König und Schach. Ne? Hast gesehen. Dann nimmst du hier die Springer auf F5. Schach, matt. Kannst du mir mal sagen, woher du das so gut kannst? Als Baby habe ich das schon immer gespielt. So, schönen Tag noch. So, ganz klar. Manchmal denke ich, ich hätte einen Tumor im Kopf, was der alles kann. Bei HCC International ist von der Weltwirtschaftskrise bisher nichts zu sehen. Dank Bülent Thürhan, Inhaber und gelernter Kfz-Mechaniker. Er weiß, wie man Luxusfahrzeuge an den Mann bringt. Morgen, Denise. Wo steckst du? Verschlafen. Ja gut, nicht so schlimm. Ich werde heute Nachmittag nicht im Hause sein, werde den Ferrari 430 irgendwie versuchen, an den Mann zu bringen, an Herrn Kramer. Sieh du nur zu, dass wir Champagnervorräte einfach da haben, dass auch der Abschluss perfekt gelingt, ne? Die richtige Präsentation ist alles. Mit Nummernschildern in Ferrari-Rot geht es für das rollende Prestigeobjekt mit dem oben ohne Fahrgefühl nach Troisdorf zu seinem zukünftigen Besitzer. 500 Pferde sind gesattelt. Auch in Berlin verbindet man das Angenehme mit dem Nützlichen. Für Edeltuner Ali Ekici und sein Team geht es heute auf große Fahrt. Ein umgebauter Audi A8 muss zur Tuningmesse nach Friedrichshafen gebracht werden. Was macht ihr denn da für einen Scheiß? Was ist denn das? Campingstühle? Ey, wir fahren in ein 5-Sterne-Hotel. Habt ihr gelitten oder was? Ey, Dicker, ja. Nimm mal jetzt. Campingstühle? Sag mal, wo lebt ihr denn? Raus mit der Hand. Was ist denn das hier? Das ist Markus seine Beauty-Tasche. Was ist denn für eine Beauty-Tasche? Wo ist denn der überhaupt? Ein Bäcker oder so. Und da kommt er schon. Ey, sag mal, was ist denn das hier? Beauty, Muti, was ist mit dir los? Na, die brauche ich. Für was denn? Ja, meine Creme, Zahnbürste, Rasiergel. Vielleicht auch noch einen Föhn? Ja, für Brusthaare, damit die schön lockig werden. Dann lass den Scheiß draußen. Was sind denn jetzt hier für Fame? Hat doch keiner gesagt, dass andere drauf sollen, oder? Die silbernen Botticellis sollten darauf. Nehmt die Klamotten los ab ins Auto jetzt. Wir haben 800 Kilometer vor uns. Beeilt euch. 800 Kilometer und nur 6 Stunden Zeit. Ansonsten sitzt der Kunde im Flieger zurück nach Dubai. Ja, guck mal. Ja. Pass auf, hier, komm her. Lass das mal alles sehen. Komm her. Beetle Cabrio 2003er TDI. Der war vorhin bei 300, jetzt bei 550, aber Sofortkauf für 1000 Euro. Ach, Quatsch, kann doch gar nicht sein. Doch, hier, guck. 2003er, der ist mindestens 10 oder 11 wert. Ich kauf den. Quatsch. So doof kann man doch gar nicht sein. Ich druck den aus, zeig, dann können wir gleich abbauen. Komm mit. Ja, komm. Aber bringt das sowieso. Ja, komm. Warte, ich hab noch was von Karneval hier. Für Micha. Was ganz Spezielles. Hier auf der Straße muss er doch irgendwo sein. Ja. Halt an, das war hier vorne. Stopp! Was stand da drin? Hier, siehst du? Was ist der? Der sieht ja echt geil aus. Richtig gut. Ja. Boah, ich seh uns schon in den Urlaub fahren. Mist. Aber nicht so mit so einer Kiste. Nein, von dem Geld. Du schwacher Mann. Auch Bülent Thürhan hat einen Außentermin. Sein Ziel, die Firma Glasfit in Troisdorf. Hier wartet Inhaber Ralf Kramer auf seinen niegelnagelneuen Ferrari 430 F1 Spider. Wir haben uns bitte morgen in Tour 3 noch 9 Termine für morgen legen. Danke. Hallo. Ach, guten Tag, Herr Thürhan. Guten Tag, Herr Thürhan. Freut mich, Sie zu sehen. Haben Sie das schöne Auto dabei? Ja, natürlich. Das freut mich. Ich bin schon ganz verrückt danach. Ja, aber wo bin ich hier gelandet? Was ist das hier? Das ist hier unsere Logistik. Hier machen wir die Touren für unsere Scheibenaufträge. Schön. Sieht sehr wichtig aus. Ja, gibt's auch in Deutschland nur einmal.
Einmaliges habe ich vor der Tür. Wollen wir uns das mal anschauen? Gerne. Dankeschön. Herr Kramer, er steht vor Ihnen. F430 F1 Spider. Rosso Corsa. Wunderschönes Auto. Der ist wirklich noch schöner wie der Schwarze bei Ihnen. Nicht so schön wie dieser Schwarze. Wisst ihr, wann ein Draht erfunden wurde? Lass mich raten, auf jeden Fall waren es die Türken. Sehr gut. Woher wusstest du denn? Weil Türken halt davon haben. Was ist der Unterschied zwischen Bayern und Türken? Alter, für der Türke kann Deutsch. Schluss mit lustig. So ein byzantinischer Betriebsausflug ist eine ernste Angelegenheit. A-Team-Anführer Ali nutzt die Reisezeit, um seine Tuning-Jünger in die türkischen Weisheiten des guten Benehmens einzuweihen. Kapitel 1, Messehostessen. Die Eier des Tigers. Geile Sache. Apropos Eier des Tigers, ey, was die auf keinen Fall da macht, ist irgendwelche Hostessen anmachen oder so. Für was fahren wir denn da hin? Ja, um nicht irgendwelche Messehostessen klar zu machen. Wir versuchen da Geschäfte hinzukriegen. Unsere Firma steht für Disziplin und für Korrektheit. Ja, lass mal gucken, weil der sieht ja aus wie neu. Der ist neu. Ist nichts dran. Guck mal, Motorhaube. Korrektheit, für Jörg und Dragan ein Fremdwort. Was zählt, ist das Megaschnäppchen zum Dumpingpreis. Oder wie Sie es nennen, Dummheit muss bestraft werden. Und? Hallo? Was machen Sie denn da? Wir gucken unser Auto an. Wie euer Auto? Geht ja wohl nicht. Sie können da nicht einfach rangehen. Wieso? Wir haben den gekauft in der eBay. Ich war eben noch im Internet. Ja. Warte mal, ich rufe dich gleich zurück, ne? Nein, es ist eben noch gelaufen. Oder haben Sie etwa Sofortkauf gemacht? Ja, klar, sofort. Hallo. Ja, hallo. Grüß dich, Stein. Ich habe so Sofortkauf gemacht hier für 1.000 Euro. Wie 1.000? Nee, 10.000 habe ich reingestellt. 1.000? Nee, 1.000 steht da drin. Nee, kann gar nicht. Nee, natürlich 1.000. Da habe ich eine Null vergessen. Das ja, gut, du, das ist wohl nicht unser Problem. Das ist, kann ja jeder sagen im Nachhinein. Vielleicht sieht das unser Auto jetzt hier. Ja, aber schau mal, guck mal, das sieht so gut aus. Ja, gut aus. Ja, guck dir mal, wie der Wagen aussieht im Endeffekt. Graue Sitze, keine Fenster und kein Facelift, gar nichts. Aber stopp mal, ganz kurz. Wir haben hier einen Vertrag. Das ist ein Vertrag, das ist genauso wie beim Mietvertrag. Wenn du einen Mietvertrag unterschreibst, musst du auch die Miete weiterzahlen. Kann man da nicht irgendwie noch was machen? Da sind uns die Hände gebunden. Wächst mir Quark aus der Nase oder was? Das geht nicht. Kann man es nicht irgendwie. Nein, pass auf, das können wir so machen. Ich bin ein bisschen sauer jetzt. Entweder eine Karte von meinem Rechtsanwalt. Dann kostet dich die Geschichte 3.000 bis 4.000 Euro mehr. Und dann hast du die auch noch am Backen. Ja, gut, wenn es halt anders nicht geht, dann. Ja klar, Geld habe ich dabei. Ich brauche einen Schlüssel, Geld. Ja. Hier hast du 1.000 Euro. Ja, alles klar. Schlüssel. Und dann der zweite Schlüssel? Den hat noch mein Ex-Freund. Also, den kannst du uns ja dann zuschicken irgendwo. Ja, ich rufe den mal nachher an. Ja gut, dann sind wir weg. Komm in die Firma, ne? Wie gesagt, sei nicht böse, aber Dummheit muss bestraft werden. Alles klar. Wenn du einen schönen Wagen brauchst, wollen wir ja Kasse, ne? Alles klar, danke. Autos, ja. Ciao. Jo, ciao. Ciao. Ah, ein Trottel! Oh. Das ist ein Spinner. Das Herzstück vom Ferrari F430, Bella Macchina. Ein Design von Pininfarina, zur Vollendung gebracht. Sehr schön. Nehmen Sie einfach Platz. Und das ist die F1-Schaltung, die wir bei dem Schwarzen gesehen haben. Richtig. Tolles Leder, wirklich super. Sehr schöne Ambiente. Jetzt möchte ich das Auto auch noch mal erleben. Offen oder geschlossen? Offen besser, Herr Doran. Sportlich schnell und absolut untauglich für Familie und Alltag. Im Gegensatz zum langweiligen Durchschnittscabrio dient dieser Nobel-Italiener nur einem einzigen Zweck: Fahrspaß pur. Ja, Herr Kramer, ich stelle mir einfach vor, wenn ich in so einem Fahrzeug sitze, dass man irgendwo in Südfrankreich, vielleicht aus Nizza oder Cannes Richtung Sanremo über Monte Carlo fährt. Die Sonne scheint, das ist ein Genuss einfach. Das ist, sag ich mal, pure Wellness. Für unsere Gefühle. Das ist pure Emotion. Sie wissen ja, dass ich auch mal Autohändler gewesen bin, ne? Nein, das ist mir jetzt neu. Oh, oh. Jetzt zeigt Ralf Kramer seinem Kollegen, wie man ein Auto verkauft. Seine Argumente sind einfach, aber stichfest. Schöne freie Straße. Schön mal auf die Tube drücken. Und dann mal schön den Lappen abgeben. Geben Sie ruhig etwas mehr Gas, Herr Kramer. Hallo, hallo. Was denn? Hier ist 120, was ist mit dir los? Ich dachte, wir sollen uns beeilen. Beeilen heißt nicht, dass du irgendwelche Geschwindigkeitsregeln brechen musst. Schön anständig. Getreu dem Motto, reisen statt rasen. Doch den Berliner Jungs läuft endgültig die Zeit davon. Markus, mach Ballett. Wir sind schon voll zu spät, komm.
Hier vorne kannst du drin parken. Ist zwar kein Parkplatz, aber scheiß was drauf. Los, Jungs, aussteigen jetzt, kommt. Wir sind schon zu spät, kommt jetzt. Na, muss ich los, bewegt euch. Hat Markus. Ja, komm mal. Los, komm. Bewegt euch. Schließlich warten viel nackte Haut und heiße Öfen. Die neuesten Tuning-Trends. Vom absoluten Watt-Wahnsinn im Kofferraum bis zum Boliden mit XL-Auslage. Hey, guck mal hier. Hallo. Martin, Macke, meine läuft mal weiter hier. Ja, endlich, ey. Zwischer. Hi, grüß dich. Das ist schon wieder eine Bahn von früher gewesen. Wo sind Sie? Der ist unterwegs. Wieder ist unterwegs. Ich habe über eine Stunde auf dich gewartet. Sag mal, bist du verrückt? Wo ist der Typ aus Dubai? Das war ja im Konzert. Aus Dubai unterwegs. Wie unterwegs, Mann? Ey, ich bin 750 Kilometer gefahren. Wieso geht denn da nicht an sein Handy ran? Weil es hier liegt. Fuck, ey. Wir sind schon weg. Ey, 750 Kilometer jetzt. Ja, wie lange ist er weg? Vor ein paar Minuten ist er runtergegangen. Echt jetzt? Ein paar Minuten? Ein paar Minuten. Jungs, wir machen Zweierteams. Ihr rennt in die Richtung runter, wir laufen hier runter, geradeaus. Und dann schauen wir mal. Los. Ich hab mir den Schachspieler und hab mir einen Dank dafür, ey. Aber so ist er mit dem. Doch nicht nur Riesenbaby Micha platzt gleich der Kragen. Ich hab den Beetle für 11.000 eingesetzt. Ey, wenn wir 10 kriegen, das kriegen wir bestimmt. Kommt denn da, ey? Sieht aus wie Terminator für Spargeltachzahn, ey. Sag mal, bist du der Schlumpf, der mein Auto gekauft hat? Nee, ich bin bestimmt kein Schlumpf. Aber schön geschmeidig. Dann geh da rein. Das ist mein Auto. Aber für 14,7 kannst du haben. 14,7, ich sag dir 14,7. Räum deinen Kram weg, ich nehm mein Auto wieder. Bleib mal schön. Nein, mach schon mal ganz. Jörg! Jörg, frag an, nimm das Auto mit. Ey, du Currywurst, was ist denn los? Was soll das? Guck mal da raus, was ist mein Auto? Komm mal raus, Mann. Zack ich hier. Vielleicht dein Popel, Schlüssel oder Auto hier. Das ist mein Schlüssel. Das ist mein Auto, mein Schlüssel. Stimmst du? Der Wagen gehört uns. Der gehört hey, hallo, hallo. Ich habe einen Brief, Schein, Papier und Kaufvertrag. Ja, da steht mein Name drauf. Ja, den habe ich schon von deiner Frau gekauft wahrscheinlich. Meine Ex. Ja, ist doch dein Problem, nicht mein Problem. Und das ist mein Auto. Ja, aber das ist auch deine Frau, ey. Tu mir einen Gefallen, das musst du mit ihr ausmachen. Ich nehme jetzt meinen Wagen. Du kannst gar nichts mitnehmen. Echt? Nee, ich ruf die Polizei. Kannst, ey, du Lutschpumpe, du kannst die Polizei anrufen, wie du willst. Ja, wir haben den ganz legal erworben. Von was wegen, willst du? Von wegen legal. Visitenkarte von Anwalt, rufst an, Reifenhändler und was soll die Scheiße? Ja, da war mal ein Anwalt drin. Ja, sind Sie also vom Automobilbranche in die Autoglasbranche gewechselt? Ich hatte halt eine geniale Geschäftsidee gehabt. Ich bin das einzigste Autoglasunternehmen in Deutschland, was dann zu den Kunden vor Ort fährt, wechseln denen ihre Scheibe. Und sie brauchen nichts zu bezahlen, es ist alles kostenlos für die Kunden. Das ist doch ein Service. Und daher kann ich mir dann auch jetzt so mal so ein Auto leisten. Das freut mich. Doch vor dem Kauf kommt die Probefahrt. Schließlich gilt es, 500 PS auf den Asphalt zu pressen. Sie fahren aber schon rasant, Herr Kramer. Ja, klar. Da geht alles hoch bei mir. Da sind sie ja hier irgendwo im Restaurant oder so. Das Essen auf Messen kannst du vergessen, doch. Mann, noch nicht für uns. Hm. Los, komm, lass mal rausgehen. Der ist da draußen. Der ist auch den ganzen Tag hier drin. Hoffentlich haben die den gefunden, ey. Ja, ich kann nicht mehr. Ich würde endlich mal was trinken oder so. Den hier finden, ey. Das ist doch auch unmöglich. Das ist eine Krise. Fast, komm, komm, lass uns mal ein bisschen Action machen. Komm. Ja, wenigstens wissen, was der für Klamotten anhat. Scheiße. Wen siehst du, Kitty Ehemann? Da? Nee, wa? Nee. So nicht. Hauptsache, muss die Domo bauen, wir ja keine Scheiße, ey. Ja, die machen bestimmt wieder La Paloma. So ja, wir rennen uns hier die Hacken ab, ey. An dem Weg soll die Ohren lang kreisen. Die stehen wieder irgendwo rum und saufen Bier oder so. Ja? Oder so. Hey, Dicker, was machst du denn? Warte doch mal, ey. Warte doch mal, ey. Spinnst du? Hey, Dicker, was ist das für ein Reichschiss, ey? Aber wie kann man so ein SLR verschanden, ey? Ey, verstehe ich nicht. Können wir ein Foto mal machen? Ja, sehr gut. Was Ali nicht weiß, macht den Edeltuner nicht heiß. Musti und Umuts Interesse gilt weniger dem Fahrzeug als den Fahrgestellen der Messehostessen. Während die einen flirten, heißt es für die anderen flitzen. Mann. Oh, fuck, Alter, lass uns mal draußen noch mal ein bisschen kicken, ob die Taxistände oder so. Tschüssi. Wiedersehen. Stand nach kicken und dann ist oh, Alter Schwede, das ist er. Alter Schwede, beinahe wärst du weg gewesen, Alter. Wo kommst du her? Ey, fuck mal, Alter. Das ist Ali. Ey. Hi, Ali. Hast du mal auf die Uhr geschaut? Ey, tut mir so leid, ich kann nicht mehr, aber ich bin so glücklich, dass ich dich erwischt habe. Wow. Ey, kannst du hier mal kurz ranfahren? Auf lass uns mal noch 2 Minuten. Sekunde. Ich kann nicht mehr, ey. Fahr mal kurz ran. Okay. Wow.
Wer den Brief hat, laut deutschem Recht, dem gehört das Fahrzeug. Fahrzeug, Brief und Schlüssel. Ruf jetzt die Polizei. Ja, ruf sie doch an. Mach doch. Ich mach dir einen Vorschlag. Pass auf, du kriegst den Wagen und die 1000 Euro, die wir bezahlt haben. Ja? Oder wir kriegen 10.000 Euro. Du musst nur gegen unser Baby hier Schach spielen. Wenn die, gegen den Schlumpf? Ja, gegen den Schlumpf. Genau. Gib dir gleich Schlumpf, du. Wenn du gegen den Blitzschach, dann kriegst du den Wagen wieder und die 1000 Euro kannst du auch behalten. Ja? Gegen den Schlumpf. Ja, gegen den Schlumpf. Spinnst du? Ja. Ich hole das Schachbrett schnell raus und ist gut. Muss ich ja wieder die Scheiße aus dem Dreck ziehen, ne? War mir schon wieder klar, ey. So, die Spiele sind ja geöffnet, Jungs. Bis zum Tode. Echt? Spanische Eröffnung willst du hier machen, ne? Komm, Michael. Hey, super, komm, ey, du machst das schon. Ja, genau, Michael. Gut, Michael, super. Du Schlumpf, ich mach dich platt, ich mach dich alle. Ich bin nicht platt. Du machst gar nichts. Brot kann schimmeln, aber du kannst gar nichts. Hier ist schon wieder einer, du Spatlappe. Was soll das? Ja, warte mal ab. Siehst du, guck mal. Eierchen-Variante. Zack. Nicht schlecht, der Specht. Zack. Jawoll, super, Junge. Ja, gut. Weiter geht's, Schmierlappen. Hereinspaziert, Herr Kramer. Und was war das für ein Erlebnis? Das war das absolute Highlight des Tages. Zum Fahrzeug brauchen wir keine Worte mehr zu verlieren. Da brauchen wir nichts mehr drüber zu sagen. Ich denke, wir sollten jetzt zum Preis kommen. Was soll denn das gute Fahrzeug kosten? 219.000 Euro, so wie der da ausgestattet ist. Gibt es da eventuell noch irgendwie einen Preisnachlass? Bei dieser Liga Ferrari ist es leider nicht möglich. Aber ich habe was Extravaganteres für Sie. Das wäre? Eine Werksbesichtigung in Italien, Maranello, Sie als Italienliebhaber? Das hört sich auch ganz gut an. Da wäre ich mit einverstanden. So schnell einig. Ja, selbstverständlich. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Darauf sollten wir aber was, eine Kleinigkeit trinken. Champagner haben Sie? Mir wäre auch ein Bier recht, wenn Sie ein Bier halten. Bier? Ja. Dann machen wir das mit Bier. Auf das neue Auto. Italienisches Bier konnte ich leider nicht organisieren. Aber das habe ich auch nicht erwartet. Salute. Salute. Auch auf der Tuningmesse macht sich der Einsatz bezahlt. Ich hab dich versucht anzurufen und alles, aber dein Handy hast du ja nicht bei. Das ist Matthias. Matthias, guckt's euch an. Ich hätte gerne das Auto gewaschen, aber wir haben 750 Kilometer hinter uns. Und die letzten 50 Kilometer waren Stau gewesen. Wir wurden von der Polizei angehalten. Wir hatten richtig Action gehabt. Ey, die Kiste ist noch viel geiler als auf den Bildern. Dankeschön. Von wegen Polizei. Auch der türkischen Kultur ist Münchhausen ein Begriff. Das A-Team hat ganze Arbeit geleistet. Alles von CC Concepts. Nichts von der Stange. Nein, nichts. Ist das was für Dubai? 100%. Echt? Nur außen ist eine Kleinigkeit, die müssen wir unbedingt ändern. Wir brauchen eine edle Lackierung in weiß-matt mit Swarovskis. Okay. Wir machen das Auto weiß-matt mit Stardust-Effekt. Kommt noch der Drachen rein mit Swarovskis besetzt. In 6 Wochen hast du das Auto in Dubai und 160.000, das ist der Kurs. Damit kommen wir klar. Ist das okay? Ist das okay für dich? Damit komme ich klar, Ali. Handshake? Handshake. Ich danke dir. Wir sind in Dubai. Sieht böse aus für dich, mein Freund, ne? Mhm. Kein Telefon. Ich mach jetzt trotzdem fertig, pass mal. Ja. Ja. Wieder, wie ist nicht gekommen? Ja. Ja, ich komm jetzt. Tschö. Ich muss fahren. Du musst fahren, ich spielen hier, hör auf! Guck, hast du gesehen, wie ich das gemacht hab? Mhm. Mach zack, zack, zack und dann ziehst du ihn ab, den Schmierlappen. Hey, ich mach dir 10 Riesen, mach keinen Scheiß. Ja, dann seh ich doch sowieso nichts von, also. Wie du siehst, hör mal, spinnst du, weil ich verliere? Ist ja da. Schaff das schon. Die bleibt locker, ich geb ihm 10 Riesen. Ey, jetzt schmeckt meine Stunde, mein Freund. Ich mach hier was mit. Hey, bei dir gilt immer noch, okay? Okay, Mann. Jetzt geht's los. Oder soll ich lieber spielen? Spinn dich weg. Bleib locker, Draga. Vertrau mir. Schach. Ey, dir soll ich vertrauen? Guck mal, du spielst, hör mal. Dass die Königin fort. Spielst du denn damit? Ja, aber guck dir das doch mal an, Mann. Ja, da war doch alles klar gewesen. Hey, jetzt mach ich die Chicory-Variante von Micha. Toll. Schach. Wieder Schach. Du hast keine Chance, mein Freund. Schach. Matt. Ja, ja. Da kannst du machen, was du willst. Geil. Da reißt die Maus keinen Faden ab. Spielt schon sich ernst. Scheiße. Komm. Da komm rein. Komm, hey, sei doch mal ein cooler Verlierer. Endlich, du Arschloch. Ich hab mir schon die Hose gemacht wegen dir. Ich glaube, meine Schachkarriere fängt gerade erst an.